Achtung, Achtung, Achtung. Etienne, Nils, Ralf und schmierige Latz-Geschichten, die bekommen wir jetzt zu hören. Und damit herzlich willkommen zurück bei Road to Division 1. Wir haben direkt jetzt in dieser Sekunde, schnell, aufs Spiel. Denn es geht hier wieder los. Eine Runde noch. Wir haben gerade historisch 7-1 gewonnen. Was ist da eigentlich los? Und wollen jetzt gegen Arsenal die Meisterschaft perfekt machen. Ralf, ja. Zurück zu den Schmierlatz-Geschichten. Was ist das da mit den Wagenladungen voller Frauen, die zum Vergnügen der Profifußballer... Sexpartys. Erzähl uns über wilde Sexpartys. Ja, erzählt mir mehr davon, denn ich möchte auch mal dabei sein. Man hört ja immer mal so Geschichten von Taxifahrern, die sagen, oh, ich habe mal den und den versorgt mit Wagenladungen, hungriger, williger Konkubinen. Gibt es ein eigenes Social Network für Spielerfrauen? Und Spieler, also das fände ich total konsequent, so eine Art... Jungs, ihr schockiert mich gerade. Das sind Dinge, von denen ich noch nie was... Also jetzt ernsthaft, von denen ich noch nie was gehört habe. Ich weiß ja nicht, ob es das gibt, aber es wäre doch eigentlich so, du reingehen kannst und sagen kannst... Jetzt kein Spaß, ich weiß, dass es in England eine Agentur gibt, die quasi meint, sie könnte Frauen an Fußballer vermitteln. Das ist ja ein ganz großes Unding. Ist ja furchtbar. Aber... Ja. Okay, was ist zum Beispiel die Olle von Loder oder die Ollen von Loder Matthäus? Das sind doch alles gecastete, also nein, die lernt er. Die hat er seriös kennengelernt. Die lernt er ja nicht irgendwie kennen beim Einkaufen oder so, sondern die muss sie ja herkommen. Dann müsste man ihn fragen, wo er sie kennengelernt hat. Naja, also wahrscheinlich über. Naja, ich glaube, es gibt ein eigenes Netzwerk nur von Loder Matthäus. Ja, das kann sein. Das macht mehr Sinn. Ja. Mann, okay, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Okay, ich bin scheiße gerade. Böse Zungen. Nein, das ist. Ne? Was? Ja, okay, nein, warten wir noch. Boah, der passt schon. Wir sprechen nochmal, wenn deine Karriere wirklich vorbei ist. Ich merke schon, da ist noch zu viel. Du brauchst noch einen Vertrag, nochmal einen. Und dann. Nein, aber das sind. Also, ich glaube, da ist sehr viel. Einfach sehr viel Mythos dabei. Also, ich habe in der Bild von Sexpartys gelesen, das würde ja wohl stimmen. Ja, aber warte ganz kurz. Fang den Satz nochmal an und merk's selber. Ja, aber also, als ob die sich was ausdenken. Das sind Journalisten. Können wir bitte ordentlich spielen? Ja? Wir spielen jetzt ordentlich. Die Meisterschaft. Ja, aber es sind so heikle Themen. Noch 0-0. Ralf, dann nutzt doch jetzt mal die. Jetzt haben wir die ganze Zeit über dich und dein Wissen gefragt. Dabei sitzen hier zwei Typen, die auch älter sind als du, eigentlich auch viel mehr Lebenserfahrung haben. Ja. Welche Fragen habe ich an euch? Was willst du eigentlich von mir oder von Nils wissen? Aber hauptsächlich von mir. Wie ist denn das bei euch so mit. Super. Ach, super. Sorry, es war noch nicht zu Ende. Ja. Ne, frag ruhig. Seht ihr euch selbst als Stars? Ja. Unbedingt. Also, ja. Punkt. Also, es ist ja schon so, die Frage müsste sein, sehen wir uns als Superstars? Und auch da würde ich sagen, ja. Weil... Wenn nicht wir, wer sonst? Oder um es mit einem Lied zu singen. I'm a Superstar. Where everybody knows your name. And everybody knows your fame. Aber was ist denn mit. Ist das nicht auch von Lady Gaga so ein Lied, wo man. Pokerface? Achso, das ist gar nicht Superstar, sondern Pokerface. Aber man kann das auch um. Also, ich habe jetzt heute leider kein Foto für dich. Ah, nee, das war eine andere Sendung, ne? Naja, aber. Nee, also. Spielstil hier. Also er läuft durch. Du willst ja nicht ernsthafte Antwort auf diese Frage, nein, oder? Nein, natürlich nicht. Weil. Ja, kurz die Richtung des Stadions. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber ich denke, ich hätte das Potenzial zu einem Star. Ja, you got the looks, you got the content. Ja, also ich glaube einfach, ich könnte damit gut umgehen. Also wenn ich jetzt irgendwie, halt wenn ich super reich, darf ich mal ausreden, wenn ich super reich wäre und super Paparazzi, ich wäre keiner von den Typen, die unglücklich wären, sondern ich könnte damit gut umgehen, ich könnte was zurückgeben an die Community. Etienne Gade, ein Leben im Konjunktiv. Ja. Beantwortet das dann. Weißt du, was mich mal freuen würde, ein Leben im Genitiv? Einfach mal, dass Genitiv vernünftig angewendet wird. Ja, das ist aber. Ich mach das Ganze wegen dem Geld. Nein. Nee. Kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen Comedy und Kabarett? Ja, selbstverständlich. Wir können aber beides nicht. Okay. Boah. Ein schlauer Mann sagte mal, Comedy macht man wegen dem Geld und Kabarett des Geldes wegen. Naja, also ich meine, das Lustige ist, dass der Begriff Comedy ein englischer ist und im Englischen gibt es diese Unterscheidung nicht, deshalb ist das ja auch ein bisschen komisch. Aber, tatsächlich ist es in Deutschland so, dass Comedy fast als Schimpfwort gilt. Aber das liegt hauptsächlich an RTL. Was macht. Das wir laufen zu zweit. Ja, ich habe also gefühlt, ist für mich Kabarett eher Kunst, also mit einem künstlerischen Anspruch. Und Comedy hat für mich. Oh Gott.
hat irgendwie nicht so diese Bühne, hat nicht diese Bühnenatmosphäre, so dieses, wisst ihr was ich meine, dieses Kleinstkunst. Mhm. Und auch nicht so politisch. Aber das ist alles nur gefühlt. Sicherlich kein Bühnenbegriff. Seid ihr eigentlich auch so froh wie ich, dass man den Unterschied zwischen das und das und seid nicht hört? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Also sehr gute Frage. Seid und seid kann ich sehr gut. Das mit einzelnen, mit einem und Doppel-S ist eine meiner eines meiner Achillesknie. Nee, also da mache ich immer wieder falsch, obwohl ich natürlich mir bewusst bin, wie die Regeln sind. Aber das war schon in der Schule so. Oh, könnt ihr mal mich dieses Tor jetzt da reinmachen lassen? In der Schule, du kriegst dann die Regel, wenn du dieses oder jenes einsetzen kannst. Ja, ja. Dann dieses, ist jenes, welches. Genau. Richtig. Und dann kommt aber irgendwie so ein Satz wie, schön, dass ich dich treffen kann. Und dann denke ich, Moment, aber könnte ich nicht auch schreiben, schön, ich dich treffen kann. Ja, das klingt auch vernünftig in meinem Kopf. Und dann, verstehst du, ich bin auch ein bisschen doof einfach. Aber Fußballtrainer, kann ich alles gerade einer. Ich, Du bist es. Plötzlich wurde ich es. Ja, sag doch mal ehrlich, also weil, ist das eine Sache, auf die du Bock hättest, Fußballtrainer? Grundsätzlich ja, also ich mach das gerne. Ich habe zu meiner Zeit bei St. Pauli sehr viel auch die B-Jugend damals so ein bisschen unterstützt, mittrainiert unter der Woche. War jetzt in Ingolstadt sehr oft bei der Fußballschule und habe da mit den Kids so ein bisschen was gemacht, einfach weil es mir Spaß macht. Mhm. Und ich halte mich ja momentan bei der zweiten Mannschaft von Ingolstadt fit. Das wollte ich dich noch fragen, genau. Was machst du gerade quasi in 14? Eine zweite Mannschaft? Also wenn ich nicht hier bin, halte ich mich bei der zweiten Mannschaft von Ingolstadt fit. Aha. Und die Jungs sind halt alle irgendwie auch 10 Jahre jünger. Mhm. Und das ist manchmal komme ich mir dann halt auch, also nicht negativ, aber auch wie so ein Trainer vor, weil dann halt so kommen dann schon so Fragen, ja, also wirklich Fragen, die du eigentlich dem Trainer stellst. Wie soll ich mich da verhalten oder wie soll ich dies machen oder so? Und du merkst dann halt, dass sie wirklich auch zuhören, weil sie halt wissen, okay, der hat halt schon auch 2, 3 Spiele im Profifußball, die würde ich auch gerne und dann erzähl auch mal, wie war das denn so? Und ja. Ist Ingolstadt nicht auch, ist es nicht Ingolstadt auch so ein Plastik? Sind die nicht auch? So viel Zeit haben wir nicht, um das jetzt zu widerlegen. Ich sage nein. Gut, ja, was sollst du auch sagen? Aber. Ja, ich habe da vielleicht eine andere Meinung zu als Frankfurt-Fan. Ja, hast du. Zu Recht, meinst du. So, wir sind auch gar nicht wieder, ich merke das, ne? Wir uns ist noch nicht das Ohr, ist unser. Habt ihr eigentlich ein Rocket Beans Fußballteam? Leider nicht, aber ich habe heute Morgen lustigerweise zuletzt wieder daran gedacht, das mal aufleben zu lassen. Wir haben früher in Köln immer zu Giga-Zeiten uns einmal die Woche getroffen und Indoor-Fußball gespielt. Da war ich noch fit und drahtig, alter Schwede, Mann, das sag ich dir rein. Oh Gott. Und dann habe ich es hier ein paar Mal versucht, wieder aufleben zu lassen, aber das scheitert an dem Commitment der Leute, weil du brauchst mindestens 12 Leute, weil 5 stehen auf dem Platz, 5 gegen 5, und dann brauchst du bei unserem konditionellen Verhältnis mindestens einen Auswechselspieler. Und dann brauchst du halt aber auch Leute, die dann verbindlich sagen, ich komme, weil du musst ja die Halle auf jeden Fall bezahlen. Richtig. Und daran ist es gescheitert, an dieser Verbindlichkeit der Leute. Und das, ich würde es aber gerne mal probieren, weil mittlerweile sind wir mehr Leute in der Firma. Oh, wie geil ich den genutzt habe, ey. Guck dir das an. Es ist wunderschön. Mach was draus. Jetzt ist er weg. Scheiße, es war zu geil. Nee, es ist immer... Also noch haltet ihr diesen knappen Vorsprung, ne? Meinem Knie geht's gut, vielen Dank. Ich bin wieder gesund und fit. Ja, hat er jetzt quasi... Er hat pausiert, weil er den Druck nicht mehr standhalten kann. Das ist ja bei FIFA auch oft eine mentale Belastung. Wenn du merkst, du brichst gerade mental zu. Ja, ich sehe schon so einen Druck, wie ihr macht. Also das ist nicht leicht, dem zu... Das ist übrigens ein... Das Stadion ist ganz nett. Arsenal? Ja. Habe ich leider nicht gesehen, weil die in der Champions League rausgeflogen sind. Ich hatte letztes Jahr die Möglichkeit, so ein bisschen durch die Champions League zu tingeln und immer verschiedene Stadien zu besuchen. Und da ist Arsenal leider rausgeflogen, bevor ich da sein konnte. Aber sonst bin ich großer Arsenal-Fan. Also Arsenal ist meine Mannschaft in England. Zum einen, weil sie immer
einen richtig guten Fußball spielen. Und zum anderen, weil sie einfach eine Kanone im Logo haben. Das fand ich als Kind immer geil. Wie kam es eigentlich zu der Zusammenarbeit Rocket Beans und dir, Ralf? Wollt ihr das beantworten, oder? Na, du warst oh, also... Shit. Oh. Abseits, 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 abseits. Du warst, wir haben dich schon länger auf dem Radar gehabt. Du bist ja auch bei den Kollegen bei Gamesfeld und das ist halt, wir wollen auch natürlich die coolen Leute von der Konkurrenz immer abwerben. So. aber Christian, ich komme auch gerne, was heißt gerne, ich komme weiterhin auch zu dir. Ja, muss jetzt nicht sagen. Also, nicht aber als du dann beim Sommerfest da warst, da haben wir uns dann ja auch persönlich mal kennengelernt. Beim Sommerfest? Beim COD-Event, Entschuldigung, fühlte sich an wie Sommerfest. Es war ja auch in einer lauen Sommernacht. Man darf ja nicht vergessen, wir saßen ja bis 4 Uhr noch hier. Ja, genau. Darf man das sagen? Darf man das sagen? Ja, man sagen, ja. Tischtennis und alles gespielt. Also ich bin ja erst... Boah, Achtung. Ich war im Dreieck oder so. Naja, jedenfalls, da haben wir uns kennengelernt und ja, und da haben wir gesagt, ey, war doch super cool. Die Leute fanden dich alle super cool. Und da haben wir gesagt, ey, komm jetzt. Und dann hat es sich jetzt quasi spontan ergeben. Ja. Dass wir eine Sendewoche innerhalb von 5 Stunden füllen. Ja, so ist es. Du bist schon eine Weile hier. Ja. Und wir werden natürlich haben tolle Sachen mit dir produziert, die wir im Laufe der Zeit abfrühstücken werden. Ja. Genau. Wieder hervor und verteidigt übrigens. François Souverän. Mit ganz persönlichen, privaten Einblicken. Wir müssen den Leuten jetzt ein bisschen was, wir müssen ein paar Teaser liefern. Ja, ein bisschen. Ja, das stimmt. Kulinarischen Köstlichkeiten. Ich koche. Also. Wenn ihr mich beim Kochen sehen wollt. Das wird toll. Ja. Was mache ich noch? Oder was machen wir noch? Bam! Oh, da habe ich schon drin gesehen. Das, es gibt übrigens ein Christian Gürnt Gamesfeld Live Emoji, sehe ich gerade. Echt? Ja. Das ist, dann hat der Mann es geschafft. Ja. Ja, vielleicht kriegst du ja, also wenn du noch einen Vertrag bekommst, es gibt ja auch in Hamburg noch Vereine. Ja. Neben dem HSV. Vielleicht ist da ja mal noch was bei. Vielleicht ist es vorstellbar, St. Pauli kriegt durch Verletzungspech Innenverteidigerprobleme und die sagen, ey, komm, Ralf, hilf doch nochmal aus. Ist das eine Option? Also, nicht, dass ich jetzt will, dass dem was passiert, aber kann ja nachhelfen. Also, ist ja nicht so weit. Machen Sie Tonja Harding einfach, ne? Oh, müssen wir vielen so Dank, Dian 10-3. Wie waren die Spiele gegen Hansa Rostock für dich? Ja, das war eine ziemliche auch mentale Belastung. Da ging es immer ganz heiß her. Auf den Rängen auch, oder? Des Wortes. Ja. Kennst du den Film Schicksalsspiel mit Nicole Krebitz? Ja. Habt ihr den zu Einstimmungszwecken in der Kabine geguckt? Nein, das nicht. Aber da brauchst du keinen Einstimmungsfilm mehr, wenn du in Rostock auf dem Weg zum Mannschaftsbus vom Hotel von einigen Stirnacken unfreundlich empfangen wirst und die Polizei quasi verhindert, dass sie dir auf die Fresse hauen. Du durch die Innenstadt mit 50 fährst und die Ansage der Polizei ist, sie fahren nicht einmal unter 30 und halten an keiner roten Ampel und fahren durch. Krass. Und, krass. Aber ist das eher einschüchternd oder motivierend? Du. Sag motivierend, damit die Schwachmaten das nicht nochmal machen. Wir haben uns davon nicht einschüchtern lassen. Sehr gut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was war dein emotionalstes Erlebnis so auf dem Platz? Es gibt so 2, 3, 4, 6, 8 Spiele, die mir da spontan einfallen. Das war tatsächlich ein Spiel gegen Hansa Rostock, wo wir nach 6 Minuten 2-0 hinten lagen und so auch in die Halbzeit gegangen sind. Das war am Millerntor. Und am Ende haben wir tatsächlich 3-2 gewonnen durch eine grandiose Aufholjagd in der zweiten Halbzeit. Das war wirklich hoch emotional. Das war der Wahnsinn. Und dann noch gegen Hertha BSC im DFB-Pokal. Wir damals Drittligist. UEFA Cup, Hertha UEFA Cup Teilnehmer. Okay. Stand relativ schnell 2-0 für Hertha. Dann haben wir kurz vor der Halbzeit das 2-1, kurz vor Schluss das 2-2. Dann lagen wir 3-2 hinten, 3-3. Und dann haben wir 4-3 noch gewonnen. Sehr das gut. War sehr. Und natürlich. Was du aus Wirklichkeit auslässt, ist das Jahr 2011. Richtig. Vielen Dank. Ja. Wir reden nicht über 2000.
als HSV-Fan hat er die Stadtmeisterschaft aus seinem Gedächtnis gestrichen. Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, es gibt ja solche und solche, ne? Und für mich gab es nie diese Rivalität, dass ich sage, scheiß Zecken oder scheiß Preuß oder was auch immer da gegenseitige Beschimpfungen sind. Für mich ist St. Pauli ein Teil der Stadt Hamburg und für mich sind das beides Vereine, die eine Farbe haben, die einfach für die Vielseitigkeit dieser großartigen Stadt stehen. Und ich war als Kind oft bei St. Pauli, als es noch das alte, verfallene Millerntor-Stadion war. Ich war oft als Kind beim HSV im alten, verfallenen Volksparkstadion. Und ich kann überhaupt nichts Negatives zu St. Pauli sagen, nur weil ich HSV-Fan bin. Ich lasse mich da auch nicht unter Druck setzen. Also bist du auch so der Typ Fußball-Ökumene? Nein, nein, ich bin auch für Emotionen und meinetwegen auch für Rivalitäten. Nur ich finde es halt. Könnt ihr mal weiterdrücken oder drück du mal weiter? Oft nehmen Leute eine Rivalität. Sind aufgestiegen und übrigens. Das gar nicht. Hallo, wir sind aufgestiegen. Wir sind aufgestiegen. Mein Glückwunsch. Und wir können auch Meister werden mit dem nächsten Sieg. Okay, mal, wie souverän das ist. Welche Liga sind wir eigentlich? Das ist ja unfassbar. Liga 6. So. Ronaldo Liga 6 oder Messi? Puh, das ist eine gute Frage. Ja, Messi. Komm, Messi ist, ey, das, du, guck mal, Messi ist ein Jahrtausend-Talent, eine absolut. Ausnahmeerscheinung. Absolut. Ronaldo ist eine Maschine. Und eine brutale Maschine. Du hast es ja selbst gesagt, Ronaldo lebt ganz viel von Athletik, davon, dass er unfassbar professionell lebt und arbeitet und mehr macht als alle anderen, aber Messi ist ein Genie. Und das ist für mich der Unterschied. Es ist so ein bisschen Jordan LeBron für mich. LeBron ist Ronaldo. Ich bin zu sehr raus aus der NBA-Szene, um aber LeBron James. LeBron zu bewerten, weil ich bleib, also für MJ ist halt, also hallo. Ja. Für mich Michael ist Jackson, ja, genau. Ja, Michael Jackson. So, jetzt ist die Kür. Aber sag jetzt, weil manchmal fallen dir ins Wort, aber beantworte du doch mal die Frage. Welche? Jetzt Messi oder Ronaldo? Aber du kannst auch sagen, das, was ich gesagt habe, ist richtig, weil es wäre ja die richtige Antwort. Hättest du, ich weiß nicht, ob es da die richtige Antwort gibt, dieses Entweder-Oder, weil Ronaldo ist fast, wie du sagst, Maschine. Er ist kopfballstärker. Ja. Dafür ist er auf ganz, ganz engem Raum nicht so dieser, also nicht so dieser galaktische Dribbler, wie es Messi ist. Also Ronaldo braucht vielleicht einen Meter mehr, einfach um auch mit seiner Dynamik zu überzeugen. Natürlich hat er eine unglaubliche Technik, aber was Messi halt auf allerengstem Raum macht, ne, drei Gegenspieler in der Telefonzelle ausspielen, bei Ronaldo ist es halt nicht die Telefonzelle, sondern da ist es VW-Bus. Zum Beispiel. Ja, also klar, ich meine, das ist ja natürlich auch immer Quatsch, man muss jetzt ja auch nicht, das ist das gleiche wie HSV St. Pauli, es muss ja nicht immer entweder oder geben, aber, richtig. Aber wenn ich halt, Ronaldo, das war ja die Frage. Ja, aber Ronaldo ist ja ohne Frage auch ein fantastischer Fußballer, unfassbar torgefährlich, aber ich meine einfach, dass, wenn es einfach um pures Talent geht und Talent als im Sinne von Schönheit, ja, wenn du fragst, wie schön ist, wer ist schöner? Dann gibt es diese natürliche Schönheit, die einem zufliegt, die man nicht hinterfragen kann. Und dann gibt es Leute, die operieren sich vielleicht und sind dann auch schön, aber die sind dafür ein bisschen nachgeholfen. Und Ronaldo ist der Typ, der sich für die Schönheit ein bisschen operieren lassen hat, der ein bisschen nachgeholfen hat, auch wenn das Ergebnis dann sehr ähnlich ist. Aber das klingt ja fast so, als ob Messi nicht trainieren würde für den Erfolg ich oder beziehungsweise. Nicht, dass Messi ist nicht diese körperliche Maschine. Messi ist einfach ein Jahrtausendtalent, einfach, ey. Ja, ich glaube, da gehört auch viel Arbeit natürlich dazu. Natürlich trainiert der derbe, aber er ist nicht so, er kommt nicht so derbe über diese krasse Athletik. Ronaldo ist halt auch einfach körperlich einfach ein Schrank, ey. Der ist einfach. Der Mann hat keinen Gramm Fett an sich. Der springt einfach derbe hoch, der Typ. Wie hoch der springt und wie kopfballstark der ist, der Ronaldo. Und das meine ich. Und das sind halt Dinge, die der Messi nicht hat mit seinen 1,20 Meter. Auch wenn er mal gegen Manchester United im Champions League-Finale ein Kopfballtor gemacht hat. Was ist passiert? Wieso geht der raus? Ist der doof? Man hört die immer so ein bisschen reden, so, weil die haben ihre Headsets auf. Und sag mal so. Ah, okay. Sag mir. Ja. Also, weiß man nicht. Abschlusstabelle. Achtung, weiter. Alter, was? Das gibt's doch nicht. Abschlusstabelle. Die ersten fünf. Bundesliga? Ja. Bayern, Wolfsburg, Dortmund. Eintracht. Nee, nicht Eintracht.
Eintracht Frankfurt. Leverkusen haben wir, Schalke haben wir. Schalke ist für mich Euroleague dieses Jahr. Mhm. Eintracht. Die haben auch einen kleinen Umbruch, ne? Und sagen Schalke. Ja gut, die haben jetzt natürlich mit dem mit dem neuen Trainer da eine ganz, ganz... So. Ha! Ihr Spastis! Ha! Hallo. Sorry. Es tut mir leid, sagt man nicht, aber ihr seid wirkliche Spastis! Vielleicht hat der ja gerade einfach ein hustendes Kind gehabt, was er pflegen muss. Dann soll er nicht FIFA spielen. Ich spiele auch nicht vor 19 Uhr. Oder gar nicht. Ich spiele nie FIFA. Gunesh, du bist raus. Schreibt Kirschshampoo. Kirschshampoo, ich liebe Shampoo, das nach Kirsche riecht. Das geschieht denen so recht. Ich finde es so super gerade. Ja. Das war jetzt einfach nur. Es geht jetzt nicht nach Sympathie. Nee, richtig. Ja, so, gib den Ball her, du Depp. Freundschaft gekündigt. Wie sie jetzt alle schimpfen, weil ich gesagt habe, Bayern. Ja, ja, das meine ich nicht ernst. Also, ja, sicherlich werden die Dortmunder, sind die Dortmunder momentan in einem Lauf, aber das ist halt jetzt auch, ja, es gibt jetzt einen neuen Reiz mit dem Trainer. Die Mannschaft rollt so langsam wieder an. Aber ich denke, die Mannschaften werden sich auch wieder einstellen auf das Spiel der Dortmunder. Und dann wird sich halt zeigen, finden sie spielerische Alternativen, taktische Alternativen, um weiterhin erfolgreich zu bleiben. Oh. Wolfsburg hat für mich einen wahnsinnig guten Kader, jetzt auch mit Draxler noch dazu gewonnen. Ja. Wie schwer wiegt der De Bruyne-Verlust? Ich glaube, dass De Bruyne schon den Unterschied in vielen Spielen ausmachen kann. Es wird interessant zu sehen, Draxler ist nicht unbedingt derselbe Spieltyp wie De Bruyne, aber wenn Draxler wieder dahin kommt, was er mal gezeigt hat und was sein Potenzial durchaus auch zulässt, dann kann er Wolfsburg auf einer ganz anderen Art und Weise helfen und dann wird diese Diskussion, was ist mit De Bruyne, auch gar nicht mehr aufkommen. Ja, er sagte ja selbst, er hat in Schalke zuletzt stagniert, ja, hat Draxler ja, über sich selbst gesagt. Ne? Richtig, ja. Ist ja jetzt, hat sich ja verworfen mit den Schalker Fans, ne? Auch weil er so ein sehr einsilbiges Statement abgegeben hat auf Facebook. Ja, so gut, nach Motto, ist natürlich, danke liebe Schalker Fans. Ja, du darfst bei diesen Meckern und so darfst du aber einiges nicht oder vieles nicht außer Acht lassen. Di Santo haben sie alle gefeiert, als er nach Schalke ist. Da fanden die Schalker das alles ganz toll, was Di Santo gemacht hat. Die Art und Weise, wie er Bremen verlassen hat und dann passiert es ihnen halt, dass ein Spieler ganz plötzlich den Verein verlässt und dann ist es der größte Judas und überhaupt. Also das ist oftmals natürlich den Emotionen geschuldet und deswegen sollte man sowas auch immer entsprechend... Die Wahrheit ist ja, dass beide Abgänge schäbig sind. Nochmal, das steht auf einem anderen Blatt, das möchte ich jetzt nicht kommentieren, aber da sollte man dann vielleicht so ein bisschen... nicht mit zweierlei Maß messen. Also ja, bei den anderen darf man das und der eigene aber man soll nicht. Also, ja gut, ja. Aber der Spieler, ich meine, klar, es ist Business, ist mir alles klar, ich bin da nicht naiv oder so oder idealistisch, aber wenn man als Spieler sagt, ich verlängere gerade meinen Vertrag bis 2019 und nur Schalke 04 und zwei Wochen später irgendwie wechselt, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du dafür das Echo kriegst, meiner Meinung nach. Hast deine 10 Millionen jetzt auf dem Konto, freu dich, aber du bist trotzdem Spacko. Und du bist, für mich bist du ein Spacko, weil reich sind sie eh alle. Und wenn es einfach nichts zählt, dann mach solche Aussagen nicht. Dann halt einfach die Schnauze. Aber ich kann da keinen Respekt für zollen, wenn man so einen Scheiß labert, der nichts wert ist. Ich finde, dafür muss man jemandem nicht Respekt geben. Dir geht es jetzt um die Art und Weise und mit den Aussagen. Mir geht es um Treuebekundungen, die einen Scheiß wert sind und die einfach nur dumme Verarsche sind. Und wer jemanden verarscht, für den habe ich eigentlich keinen Respekt. So. Ja, ganz aber pass auf, gesagt. Bist du nicht der Meinung, in dem Moment, jetzt ohne konkret jemanden irgendwie jemanden verteidigen zu wollen, darum geht es mir jetzt nicht, aber glaubst du nicht, dass sich in einer Phase, wo du dich wahnsinnig wohlfühlst und alles wunderbar ist, ich meine, vergleich's mal, bitte nicht falsch verstehen, aber vergleich's mal mit hier, wo du sagst, ey, das läuft hier momentan überragend und mir macht das Spaß und alles und ich kann mir vorstellen, hier noch Jahre zu arbeiten, ja, und jetzt wechselt der Chef zum Beispiel und
ist alles rein theoretisch, ne? Mhm. Und jetzt wechselt der Chef und der sagt, boah, wir fahren jetzt einen anderen Plan und du kriegst jetzt andere Sendeformate und auf einmal bist du hier nur noch der Hans Wurst vom Dienst und dann bist du auch schneller weg, als du denken kannst. Weil du einfach mit der Situation nicht mehr zufrieden bist. Und ich glaube, einem Julian Draxler, der halt in Schalke schon in der Jugend war, dass er durchaus natürlich sich wahnsinnig wohlgefühlt hat und auch gerne noch geblieben wäre, aber sich das im Gesamten einfach nicht so entwickelt hat, wie er sich das zu einem gewissen Zeitpunkt einfach vorgestellt hat. Sprich, Julian Draxler wollte oder möchte dauerhaft Champions League spielen und zwar nicht nur die Vorrunde, sondern vielleicht auch mal das Halbfinale. Mhm. Und er möchte auch mal die deutsche Meisterschaft gewinnen. Und es ist nun mal so, dass sich irgendwann das dahingehend verändert hat, dass er diese Situation... Bitte? Die deutsche Meisterschaft würde er mit Wolfsburg auch nicht gewinnen. Also es gibt in Deutschland, sage ich, momentan zwei Vereine, wo du de facto die nächsten 5 Jahre Champions League spielst. Das ist Bayern und das ist Wolfsburg. Das glaube ich wahrscheinlich auch, ja. Mhm. So. Ja, aber das wusste er ja auch vorher, bevor er irgendein Lippenbekenntnis macht. Ja, also, aber es gab ja, das hat er ja in einer Zeit gesagt, wo es bei Schalke halt auch lief, wo sie erfolgreich waren, wo sie Zweiter, Dritter waren. So, und du hast ja gesehen, letztes Jahr, das war ja bei allem Respekt, aber für Schalke Ansprüche war das ja keine gute Saison. Mhm. Also die haben den Keller rausgeschmissen, weil er ihn nicht die Ergebnisse gebracht hat. Und dann so, aber die hat die Mathieu auch nicht gebracht. Ja, eben, das meine ich ja, das war ja das Lächerliche. Das, so und das ist ja auch so ein Ding, die Vereinsseite ist ja, hat ja auch keine Treue. Das also, sobald du nicht mehr gebraucht wirst, wirst du ja auch aussortiert. Das hat was einfach damit zu tun, dass du, ich meine, ein guter Freund von mir, Max Kruse, mit dem ich zusammengespielt habe, der ist jetzt von Gladbach nach Wolfsburg gewechselt. So. Ja. Klar würde man sagen, ey, du spielst in Gladbach, geile Fans und immer voll und bla und hier. Ja, aber der hat nie, ich sag nichts dagegen, dass ein Fußballspieler sein, nochmal, mir geht es nicht darum, dass man seine Perspektive verbessert oder seinen Verein wechselt, das ist mir völlig klar. Mir geht es darum, sich hinzustellen und zu sagen, dieser Verein, den trage ich im Herzen und der bedeutet alles für mich und es ist aber ein Scheißwert. Weil, und machen wir uns nichts vor, in 99% der Fälle, wir können jetzt bei Draxler kann man nochmal vielleicht noch mal lange drüber reden, aber in 99% der Fälle geht es einfach nur um Kohle. Und wenn man zu einem Verein wechselt wie Wolfsburg, okay, die haben die Kohle, um regelmäßig Champions League zu spielen. Ja. Das muss man, vielleicht kann man das als einziges Pro-Argument nennen. Trotzdem, von einem Tradition, und ich bin der letzte Mensch auf der Erde, der Schalke-Fan ist, wirklich der letzte, aber das ist ein Verein mit leidenschaftlichen Fans, die ihren Verein lieben, jedes Mal ein ausverkauftes Stadion, glaube ich, zweite, dritte größte Fanbase in Deutschland, zu einem Verein zu Wolfsburg zu wechseln, wo irgendwie 30 Auswärtsfans zu den Spielen fahren, kann ich verstehen, dass die Fans das aber irgendwie nicht geil finden. Ralf wollte ja gerade was von Max Kruse. Weil wir jetzt aber bei Schalke waren. Glaubst du, ein Manuel Neuer hätte bei Schalke dieselbe Entwicklung genommen, wie er sie bei Bayern genommen hat? Nee, das sag ich ja gar nicht. Also ich hab... Aber ich weiß nicht. Also ich meine, der hatte ja auch nicht irgendwie kurz davor seinen Vertrag um 4 Jahre verlängert oder so. Also weiß ich nicht. Das Schöne an diesen Diskussionen ist ja immer, sie wird ja immer nur geführt, wenn es darum geht, wenn einer von den, ich sag mal, von den 1B-Vereinen, Dortmund, Schalke, obwohl Dortmund mittlerweile auch 1A ist, aber von diesen, wo noch so ein kleines bisschen was fehlt für die absolute Spitze, wenn so einer dann weggeht. Haben die Gladbacher gemeckert, als die Dortmunder ihnen Marco Reus weggekauft hat? Nein, natürlich, das machen die das ja. Ist halt der die Eintracht kauft dann eben bei Freiburg oder was weiß ich. Das ist ja völlig klar, dass es immer irgendeinen schwächeren Verein gibt, an dem du dich bedienst. So, das ist voll, das, wie gesagt, mir geht es nicht darum, dass die Vereine, die teuren Vereine, wobei bei Wolfsburg ist halt auch nochmal das Ding, das ist ja nicht selbst sportlich erwirtschaftete Kohle, die durch sportlichen, durch ihre sportlichen Leistungen erwirtschaftet haben oder durch besonders smartes Managing oder so. Im Gegenteil, Wolfsburg wird auch noch belohnt dafür, dass sie zum Beispiel in der Zeit unter Magath einfach die Kohle verbrannt haben und jeder andere Verein wäre jetzt in Liga 4, nur weil Herr Winterkorn halt irgendwie Fußballfan ist,
können die Champions League spielen. Also ich finde das alles furchtbar. Ich finde Wolfsburg furchtbar und dabei bleibe ich. Das kann mir auch keiner nehmen. Ist mir egal, ich bin da nicht objektiv oder so. Muss ich auch nicht sein. Ja, aber pass auf, diese Diskussion, die wir jetzt führen, wir können jetzt auf zwei Ebenen diskutieren. Wir können auf der Ebene, bitte völlig wertfrei verstehen, wir können auf der Ebene des Spielers diskutieren oder auf der Ebene des Fans. Auf der Ebene des Fans wirst du das immer komplett emotional führen und meckern und da gebe ich dir auch, das gestehe ich dir auch absolut zu. Du hast recht, die Jungs verdienen alle genug. So, und du kannst dir mit 8 Millionen, das sind jetzt einfach nur Zahlen, die ich in den Raum werfe, du kannst dir mit 8 Millionen nicht viel mehr kaufen als mit 5 Millionen. Ja. So, aber wenn du, nochmal, und dabei bleibe ich, garantiert die nächsten Jahre Champions League spielen willst. Das ist eigentlich rot, ne? Und das willst du ja als Fußballer. Du möchtest ja möglichst hoch spielen oder möglichst weit kommen. Dann funktioniert das die nächsten Jahre halt bei Bayern. Ja, okay. Und bei Wolfsburg. Und anderes Beispiel. Bei Dortmund. Okay, lass uns mal weggehen vom Beispiel Draxler. Ich gebe ein anderes Beispiel. Ulreich. Was für ein Vollspacko. Ulreich ist für mich die größte Pfeife in der ganzen Liga. Punkt. Warum muss ich das, muss man ja wohl nicht erklären. Der setzt sich freiwillig auf die Bank. Der setzt sich freiwillig auf die Bank. Und du sagst mir, ein Sportler will immer das Höchste, Mann. Ich finde, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das einfach schäbig. Es hat mit Sport nichts mehr zu tun. Die Spiele sind alle durchtrieben vom Geld, kaputt gemachte. Also ich weiß nicht. Vor allen Dingen, wenn der jetzt 34 wäre, würde ich sagen, alles klar. Da würde ich sagen, kann ich verstehen, der will nochmal, der braucht nochmal ein bisschen Kohle. Aber der ist Mitte 20, durchaus ein ganz ansehnliches Torwarttalent, der, also, naja. Ja, gut. Was, rede ich euch zu viel über Fußball, oder was? Weil ihr schweigt alle nur und ich, nee, das will ja aus. Ende deinem Rap, also, den wollte ich dich erstmal ausbluten lassen. Ich finde, es gibt viele Facetten und viele Unterschiede und der Fußball hat sich so massiv verändert. Ich muss zum Beispiel denken immer an Heiko Herrlich damals in den 90ern, als er von Gladbach zu Dortmund gewechselt ist. Da gab es ein unfassbares Theater, auch mit diesen Treuebekundungen. Dann wollte der Spieler seinen Wechsel durchdrücken. Es gab eine Sportgerichtsverhandlung, die hat die Ablösesumme irgendwie auf 11 Millionen oder so festgelegt. Das war ein riesen Theater. Heutzutage ist der Verein eigentlich gar nicht mehr in der Lage, irgendwas zu machen. Beispiel ist für mich Hakan Çalhanoğlu, der jetzt mal scheißegal, was ihm von Kreuzer oder so vielleicht versprochen wurde, er hat de facto sich krank schreiben lassen, hat sich eine mentale Krankheit anschreiben lassen, was eine Verspottung ist für alle Leute, die tatsächlich eine mentale Krankheit haben und stand dann, nachdem der Wechselstand fest war, wieder auf dem Trainingsplatz. Und da wird natürlich ein Verein erpresst und die Fans verarscht und dann das Geile ist natürlich, dass dann hinterher ein Spruch kommt wie, er kann Son nicht verstehen, dass, was soll denn das, dass er seinen Wechsel nach Tottenham so durchdrückt. Da hört's für mich das dann, stimmt, das jetzt, wenn man das so sieht. Ja, also da hört es für mich dann auch auf, dass ich mich dann irgendwie identifizieren kann mit einem Spieler. Haust du ihn rein? Ja, okay. Gut. Hau ihn rein, ne? Einfach reinhauen. Ja, okay. Einfach da, schieß ihn einfach rechts oben rein. Einfach rein, da. Ja, cool. Oh. War aber gar nicht so schlecht. Ich habe gedacht, er ist durchs Netz gegangen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also die Zeiten, wo ein Uwe Seeler... Spiel! Ja, ich spiele. Keine Sorge, ich spiele. Also ich merke, du bist nicht ganz... Deine Romantik ist nicht ganz so verklärt, sondern du siehst das sehr sachlich, nüchtern. Ja, das ist die Ebene, was ich meinte. Nochmal, völlig wertfrei. Emotional darfst du diese Diskussion nicht führen. Ja, ich meine, das ist... Ich verstehe seinen Einwand. Welt, ne? Da geht es um die Art und Weise, wenn er sich nicht hingestellt hätte und von wegen Treue erzählt und so. Ich glaube ihm aber, in dem Moment, wo er diese Aussage getätigt hat, stand er hundertprozentig dahinter. Es ging nicht darum, einfach nur ein bisschen Fame abzugreifen und was fürs Image zu tun. Es ist auch oft aber so, dass sie auch dieses Geschäft haben, ist halt nun mal brutal schnelllebig und das geht halt einfach so wahnsinnig schnell da anschließend. Das ist langsam reicht es hier, aber es ist jetzt. Alter, das gibt's ja wohl nicht! Faul. Das ist auch noch faul. Ja, Alter, ich fass es nicht. Das geht hier um die Meisterschaft übrigens, ne? Wenn wir gewinnen, sind wir Meister, wollte ich nur mal sagen. Ein Tor. Okay. 5 Minuten. Ich wollte nur kurz mal wieder. Kurz sagen, den Fokus das auf. Na, es ist wirklich, es geht hier um was, will ich damit nur sagen.
Deshalb bin ich hier gerade emotional dabei. Also steht dir auch zu. Das gefällt mir. Ich möchte Eddie in dem Sinne. Das macht dich, das macht dich auch ein Stück weit sexy. Absolut. Ja, das wenn ist, du dich so reinsteigerst. Das freut mich. Wenn du so verbissen guckst. Ja. So kurz, ich wollte dir kurz recht geben. Ich find auch, dass ich sexy bin. Nee, unnötig. Nein! Das ist unfair! Ja. Sehr unfair. Unnötige Treuebekenntnisse, die einfach nur dahergesagt werden, um von Fans geliebt zu werden oder um. Damit es mehr Trikots verkauft oder was weiß ich. Das finde ich dann auch echt geheuchelt. Es gibt natürlich aber auch Fälle. Draxler, weiß ich nicht so, der ist halt Urschalker und der hat natürlich auch ständig die Presse auf dem Leib und dem werden, weißt du noch, wie bei De Bruyne, der Moderator ihm auf der Bühne ein Treuebekenntnis abluchst. Ganz schmierig und der Typ völlig überfordert ist so. Weißt du, das kommt ja mit Sicherheit häufiger vor, dass dann Spieler auch in eine Situation gebracht werden, wo sie dann was sagen, weil sie glauben, sie müssen es jetzt sagen oder so. Und dann wird das hinterher aber ihm quasi zum Verhängnis. So. Mhm. Mit Sicherheit ist das auch mal der Fall. Und man muss da auch sagen, dass oft der Verein ja auch ein Stück weit profitiert. Ja? Also die kriegen ja auch richtig viel Kohle für solche Spieler. Und ich merke es auch oft beim HSV, wenn dann auf einmal ein Heilsbringer, wenn er Kohle bringt, auf einmal, dann wird dem gesagt, gib mal bitte, ja. Also ein Maxi Beister, der war der Hoffnungsträger in Hamburg, der hatte eine sehr hohe Identifikation, weil er auch aus dem Umfeld kommt. Der ist quasi Lüneburger, halb Hamburger, wenn du so willst, und der ist nach seiner Verletzung nicht wieder auf die Beine gekommen und der Verein hat ihm gesagt, wir möchten, dass du gehst. Und da ist die Identifikation ja auch von der anderen Seite nicht da. Der wird quasi entlassen. Ich meine, er hat Kohle dafür gekriegt, ja. Aber ihm wurde gesagt, geh, wir wollen dich hier nicht mehr haben, so. Also es hat ja immer zwei Seiten, diese Geschichte. Die Fans sind die dritte Seite, ne? Die habe ich jetzt da noch nicht in der Gleichung drin. Wir haben noch ein Spiel. Ja, es waren zwei klare rote Karten. Beim zweiten Foul pfeift der noch nicht mal. Das war kurz vor dem 1-2, ne? Ja. Ja, der ist alleine durch Ibrahimovic am 16er, wird an der Schulter zu Fall gebracht und da kommt nicht mal ein Pfiff. Und im Umkehrschluss kriegen wir es 2-1. Was ist das für ein Wolfsburger Schiri? Ja, wir haben noch ein Spiel, aber wir werden es nicht mehr schaffen. Wieso ist die Zeit um? Och, ja. Come on, ey. Ja, tatsächlich. Ernsthaft? Ist verflogen, ey. Nein, wir haben doch noch 7 Minuten. Ja, aber das schaffen wir nicht mal ein halbes Spiel. Wenn wir 4 Minuten überziehen? Du weißt ja genau, was unsere Regie davon hält. Oder? Was kommt denn jetzt danach? Jetzt kommt die News. Das ist das, nee, die News kommen. Ach, ist schon 8. Nee, Quatsch. Nee. Ey, können wir doch 4 Minuten klauen, oder? Es geht hier um die Meisterschaft. LOL ist eh überall deinstalliert worden. Okay, alles klar, cool. Also, wir machen schnell das Start, nächste Spiel. Start, los, geht los, geht los. LOL ist super. Auf allen Rechnern deinstalliert worden. Ja, ey, ich finde es so spannend, mit dir zu quatschen. Über solche Sachen, weil du halt auch eine Perspektive hast, einfach. Dankeschön, ich finde ich auch. Das macht mir auch Spaß. Ich meine, wir sind halt am die Fanperspektive. Ach, du redest ja. Ja, und Ralf hat aber eine Perspektive. Aber wir verstehen uns ja trotzdem. Ich verstehe deinen. Nochmal, ich verstehe deinen Punkt. Aber. Sorry. Ich versuch's. Mach du nochmal. Zum Teil ein bisschen rationaler zu sehen. Du siehst es einfach aus dieser Fansicht und du kannst dir nicht vorstellen, du würdest deine Farben niemals tauschen, weil es für dich. Ja, aber deine Identität, das ist schon klar, aber ich meine, mir ist es schon klar, dass wir haben ja, ganz kurz, wir haben ja eben drüber gesprochen, ich habe mich auch wahnsinnig wohlgefühlt bei St. Pauli, wirklich, ich hätte zu jedem Zeitpunkt wahrscheinlich für 10 Jahre verlängert, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo es von der anderen Seite eben nicht mehr so war. Vollkommen in Ordnung. Guck mal, wo bleibst du jetzt? Ich habe, weißt du, jedes Jahr bei der Eintracht wechseln die Spieler hin und her und so. Und ich bin ja nicht auf jeden Spieler sauer. Ein Kevin Trapp zum Beispiel war der Captain von Eintracht Frankfurt. Ja. Der hat kürzlich erst verlängert, den teuersten Vertrag bei der Eintracht unterschrieben. Die einzige Perspektive vom Ralf ist Geld. Vier Wochen später wechselt er zu Paris Saint-Germain. Ja. Ja. Das kann ich total verstehen. Und der hat auch quasi gesagt, wie sehr er die Eintracht liebt. Das Ding ist, ich glaube ihm auch, dass er die Eintracht liebt, aber da kann ich es auch nachvollziehen, weil der Schritt von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain ist nur sehr klein. Sorry. Ist natürlich... Schieß. Oh, leck mich am Arsch! Mitte. Rückpass. Ja. Schuss. Jetzt nicht mehr. Oh. Und das ist einfach so ein Unterschied von Schalke zu Wolfsburg. Naja. Plus Draxler ist ja auch noch ein
ein Schalker Jung, aber gut, das hat ja auch nichts mehr zu sagen. Ja, es gibt keine Uwe Seelers mehr. Das ist einfach so. Wenn es mir um Geld ging, ist egal. Ey, du musst nicht auf jeden Troll im Chat eingehen. Nein, nein, also, das habe ich ja. Ich lese ja auch keine Kommentare bei Facebook, weil sonst. Ja, bitte, ey, da gibt es immer Leute, die einem nur wehtun wollen. Also, das ist so deren, deren Hauptberuf, ist es, Menschen zu verletzen. Und die wagen es dann auch noch im Internet, andere zu kritisieren, wenn sie selbst sich benehmen wie die Holzhacker im emotionalen Blätterwald. Wie viele Sprichwörter habe ich jetzt auf einmal kombiniert? Alle sind richtig. Das sagt der Experte für Sprichwörter. Tolle Spiele, Sprichwörter zu kombinieren, ne? Ja, das können wir. Soll auch mal, wenn die Kirche in den Brunnen gefallen ist, dann. Ja. Ich war schon im Abseits, scheiße. Schade. War wieder schön rausgespielt. Guck mal im Dorf. Ist ein zweischneidiges Pferd. Ja. Das ist Bullis Lieblingsspruch. Lieber die Eule auf dem Dach als die Katze unter der Leiter. Das klingt nach. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, die Leute denken sich auch immer irgendwelche. Also die alten Sprichwörter, die hat sich auch einfach irgendeiner ausgedacht. Und hat jeder gesagt: Ah ja, macht total Sinn, da kann ich mir auch einfach mal eins aus. Alter. Wie grätschen die denn eigentlich rein? Guck dir das mal an! Ja, jetzt. Du musst auch mal die Spieler schützen! Felgenralle, du hast übrigens, jetzt sag ich schon Felgenralle. Du darfst mich auch Herr Gunnisch nennen. Herr Gunnisch, Sie haben seit in Ihrer Gesamtkarriere, glaube ich, 4 gelbe Karten laut transfermarkt.de. Aber Sie behaupten selber, es waren 6. Aber wie auch immer, das ist extrem wenig für 160 Spiele als Innenverteidiger. Ja. Also Zambrano kommt in 160 Spielen auf 160 gelbe Karten. mit Carlos habe ich übrigens auch zusammengespielt. Stimmt, bei Pauli, ja. Und? St. Pauli, so viel Zeit muss sein. Ja, du, mit Carlos bin ich gut klargekommen. Da haben wir immer. Ich glaube, das ist so ein Spieler, den hasst man, wenn er nicht im eigenen Verein ist, so wie Mike Franz. Wollte ich gerade sagen, das ist so ein Typ Mike Franz, David Jarolim, wo du sagst, boah, im gegnerischen Team, Alter, du nervst. Aber im eigenen Team bringt er dir halt wahnsinnig viel. Ich meine, Jarolim hat halt zum Beispiel wahnsinnig viele Standards gezogen. Er hat, hat geweckt, hat halt mal Feuer ins Spiel gebracht. Aber als Gegenspieler. Oh. Ja. Darf ich dich mal was fragen? Der Kruse, mit dem hast du ja zusammengespielt und der ist ja auch dem HSV jetzt nicht abgeneigt gewesen, was man ja denken könnte, wenn er mal St. Pauli spielt. So, also emotional. Warum, also ist das Thema, wenn man auf St. Pauli spielt, dass quasi der HSV die nächst logische, größere Adresse ist, rein sportlich jetzt? Wie kann das angehen, dass ein Kruse, genau wie viele andere Spieler, Zabrano ja auch, warum die nicht beim HSV landen? Das ist doch eigentlich der logische Schritt. Pass auf, also da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Es ist. Du kannst. Wir müssen gewinnen, ich sag's nochmal, ne? Ja, wir schaffen. Das werdet ihr auch, da bin ich mir sicher. Jetzt habe ich den Faden tatsächlich. Du sagst, aus deiner Perspektive wolltest du was zu dem HSV. Ralf, dann erklär mal, warum Blaschikowski dann nicht zu Schalke gewechselt ist, steht hier. Die Schalker haben sich ja zu der Aussage von Blaschikowski ja geäußert und gesagt, war halt nie Thema. Wer lügt? Ich weiß es nicht. Warum sollte Blaschikowski sowas erfinden? Ja. Was hat er denn gesagt? Ja gut, aber weil er sagte, von wegen Schalke hätte ein Angebot gemacht oder wollte ihn haben, aber bei ihm geht es halt nicht nur um Geld und deswegen wechselt man nicht von Schalke nach Dortmund. Es gibt genug Beispiele, die es in beide Richtungen gemacht haben. Insofern. Andi Möller, Santana, also da gibt es. Lehmann. Lehmann, also genau. Ist jetzt auch nicht so. Aber wir wollten ja über die Geschichte St. Pauli, HSV, also warum ein Kruse oder ein Zambrano oder da gibt es ja einige Spieler, die hinterher wirklich groß rausgekommen sind, die der HSV einfach nicht, die er sich auch nicht bemüht hat. Ja, der HSV hat sich auch nicht um einen Kruse bemüht. Erklär mir das mal. Warum? Ja, weiß ich nicht warum. Vielleicht, weil es nicht ihrem Anforderungsprofil entspricht. Ja, aber das ist doch albern. Ja, hier, ablegen. Aber ich bin. Ja. Oh, rein. Och, doch keine Heber von da. Das wollte ich auch gar nicht. Ich bin weder für die Rucksackverteilung beim HSV verantwortlich, noch für Scouting. Ich will antworten, insofern. Ralf! Ja, keine Ahnung warum. Weiß ich nicht. Das müsstest du die Scouts fragen. Aber. Hast du auch mit Alex Meyer, war der eigentlich auch bei St. Pauli? Das ist auch ein Beispiel, Alex Meyer, Hamburger Jung, Alter. Habe ich Nationalmannschaft zusammengespielt. Hanek ist ein Hamburger Jung, was ist da los? Was sagst du zu Meyer? Moin. Du, mit Alex, wie schon gesagt, den kenne ich jetzt auch schon seit
12, 13 Jahren. Mhm. Ja, hat bei Frankfurt natürlich einen riesigen, geilen Status und ist halt oh Gott. Geiler Fußballer, der... Mach ihn. Jawohl, sehr schön. Wer einmal tritt, ey. Der... Goldenes Füßchen hat er. Richtig. Der halt den Frankfurtern wahnsinnig viele Punkte auch gerettet hat und damit natürlich auch den Klassenerhalt schrägstrich... Ja, das hat nicht immer geklappt. So. Ja. Also ich meine, der hat natürlich, der kann nicht viel, aber das, was er kann, kann er richtig gut. Und das ist nämlich aufs Tor schießen. Ja, ne? Der hat einen unglaublichen Torschuss. Das unfassbar. Ist eine unglaublich faule Sau manchmal, wenn es gegen den Ball geht. Ja. Aber sobald es halt im Spiel nach vorne geht, ist er halt einfach da. Und der ist einfach auch dieses, ich weiß nicht, ob das Talent oder Instinkt ist. Das war nicht böse gemeint, aber... Ich weiß nicht, ob das Talent oder... Oh, nee, abseits. Ob das Talent oder Instinkt ist oder so, dass der aber auch immer... richtig steht. Also der steht wirklich immer... Es ist was Instinktmäßiges. So ja. Gekas war ja auch so einer. Ne? Gekas war ganz, ganz unangenehm als Gegenspieler. Wirklich richtig unangenehm. Der schleicht immer so hinten um dich rum und du hattest ihn nie wirklich auf dem Radar und dann war er da und ja. Und hat ihn reingemacht. Ja, der war auch mal Torschützenkönig. Mach holen. Welche Frage denn? Auf die Ralf, Meier. Bitte Frage beantworten. Der hatte in der Hinrunde... wo die Eintracht abgestiegen ist, 16 Tore geschossen. In der Rückrunde keins. Ja, ich erinnere mich. Unter anderem nicht das, wo er frei vom Bayern-Tor stand, die Nummer, ja. Wo es 1-0 für die Eintracht stand. Wenn er den rein macht, steigen wir nicht ab. Und stattdessen machen die noch das 1-1. Ach, egal, was soll ich sagen. Das ist einfach, wie es ist. Ist als Vergangenheit. Man soll sich nicht über Vergangenheit... Es bringt nichts. Ich versuche mir das jeden Tag zu sagen, sich über Vergangenheit abzufacken. Es ist einfach nur... durchaus das ein oder andere Spiel, wo ich sage, hätte ich da mal und ja. Dies und das, aber das funktioniert halt leider nicht. Water under the bridge. Ich habe mal im Bezirkspokal... Du hast... Ja, im Bezirkspokal... Ich höre... Bezirkspokal 2 Elfmeter innerhalb von 5 Minuten verschossen. Weißt du, das ist seelische Pein. Jetzt noch... Nein, ja. Sehr schön. Ne? Ich hätte jetzt gesagt, eigentlich noch... Das ist die Meisterschaft. Und dann hast du nämlich zwei Optionen. Du gehst quasi auf das Tor drauf, zwingst den Abwehrspieler zu einer Aktion. Stellt er dich, kannst du rüberspielen, deckt er den Gegner, kannst du ihn selber schießen. Das ist jetzt so die realtaktische Überlegung. Cool, gucken Sie, wir sehen es nochmal. Wenn du jetzt aufs Tor gehst... Aber er hatte gar keinen Gegenspieler. Muss der Innenverteidiger muss er ja was machen, die 5. Ja. Entweder er kommt drauf, dann sind die beiden frei. Mhm. Oder er deckt die beiden und du kannst selber drauf schießen. Also jetzt im echten Spiel. Ja, klar. In dem Fall war aber jetzt echt auch ganz schön weit weg schon. Richtig. Der wäre gar nicht mehr dran gekommen. Das riecht nach Titel, Alter. Ja, wir spielen heute aber auch richtig geil. Kannst du mal im Chat gucken, ob die das den Abend nicht, vor nicht vorm Fell loben. Sag mal, kannst du mal gucken, ob der Chat das geil findet, wie wir spielen, weil wir haben nicht immer so gespielt. Und das würde ich jetzt auch mal großartig und machen hier lauter Herzen. Das finde ich nämlich auch mal wichtig. Wir haben echt auch zu Recht viel Kritik eingesteckt, wie wir gespielt haben. Aber wenn es dann mal läuft und man solche Pässe kriegt, ja, dann, finde ich, muss das auch mal irgendwie honoriert werden. Man kann nicht immer nur draufhauen auf den Sack. Oh, da kam da nicht rechtzeitig. Man muss auch mal den Sack ganz, streicheln. Ihr kriegt gerade ganz, ganz viele Herzen, das ist so toll. Okay. Aber du auch. Herzen nach Aufforderung ist nicht das gleiche wie Herzen ohne Aufforderung. Ja, das ist wie eine Frau sagt, du liebst mich. Und dann sagt man nicht, natürlich liebe ich dich. Das ist nicht das gleiche. Ja, aber es ist ein bisschen was. Ja, der soll jetzt hier aufhören mit dem scheiß Ronaldo-Kack. Weg damit! Ja, so auf. So, ich gehe alleine. Ja, nein, jetzt. Okay, hier. Bam, 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 bam. Rage Quit. Oh, gib mir ein Mikrofon. Ich will das. Mach einen Flickflack. Kannst du auch einen Flickflack? Hast du mal einen? Ich kann einen, aber ich schieße ja keine Tore. Aber hast du in den 166 Profispielen mal ein Tor geschossen? Okay. Ich habe in der zweiten Liga ein Tor geschossen. In der zweiten Liga ein Tor. Ja. Dein einziges Profitor. Kopfball? Gegen Hoffenheim. Nein, wunderschönes Solo. Mhm. Muss ich jetzt sagen. Ja, kannst du bei YouTube. Das ist eine einminütige Zusammenfassung des Spiels St. Pauli gegen Hoffenheim. Und ab Sekunde 51 Kopfball siehst du mich am oberen Bild, am Bildrand loslaufen. Huch. Und die Worte sind der Tunnel gegen Özcan, weil ich Tunnel quasi, den Torwart, mit dem ich die letzten 3 Jahre noch zusammen gespielt habe. Ich wollte gerade sagen, der ist doch jetzt Torwart bei richtig? Ersatztorwart. Mit dem haben wir damals, das war, ja, das war auch ein geiles Spiel übrigens. Hoffenheim hätte eigentlich dieses Spiel 5-0 gegen uns gewinnen müssen. Die waren so überlegen, weil die so stark waren. Abseits. Das ist stark. Nein, abseits. Doch, abseits. Die waren so stark. Mhm.
Aber ich muss ganz klar sagen, das war ein Spiel, das hat das Millern-Tor gewonnen. Die Atmosphäre, Zuschauer, die Fans. Zuschauer, die Fans mit der Mannschaft zusammen das Spiel haben. Wie viel macht das aus? Man sagt, so Heimvorteil ist ja immer so Heimvorteil. Warum eigentlich? Ist das der Rasen? Ist das die, wie er sich die, selbst die Abmessung? Bei YouTube, wie er sich selbst bei YouTube abguckt. Lieber Cyberpick. Ja. Ja. Und ich habe mich auch bei FIFA 1000 Mal selbst angeguckt, weil es einfach ein geiles Gefühl ist, gebe ich zu. 60 sind es noch nicht gewonnen, ja. Mal zurück zu meiner Frage. 6 bis 8 Punkte pro Saison. Ist der Heimvorteil ungefähr, oder was? Nein, nicht der generelle Heimvorteil, aber wenn du so ein Stadion mit Leuten, die dich so brutal nach vorne pushen, dann sind das 6 bis 8 Punkte. Aber ich finde die, okay, also ist es wirklich diese Motivation, die übers Publikum kommt, die einen Unterschied wirklich ausmacht, ja? Ja, was heißt die Motivation? Aber es ist einfach, jetzt führen wir mal eine emotionale Diskussion, weil es gibt ja viele Stadien, wo die Zuschauer sehr schnell pfeifen, wenn sie unzufrieden sind. Das ist dann, ey Leute, ganz ehrlich, solange die 90 Minuten laufen, meine Meinung, unterstützen. Wir arbeiten alle am selben Ziel. Wir wollen alle dieses Spiel gewinnen. Und du förderst nicht das Selbstbewusstsein eines Spielers, wenn du pfeifst. Das ist das Gleiche, als wenn du einen Spieler auf dem Feld hast, der dann irgendwann, wenn es nicht gut läuft, einfach immer nur abwinkt und quasi körpersprachlich den anderen Mitspielern die Schulter vergibt. Und verunsichert und dadurch. Die Lust verliert und so nach dem Motto, ich bin daran nicht beteiligt und so. Weil die Zuschauer haben ja eigentlich ist Fußball ja ein Spiel mit 12 Leuten. Und die Zuschauer haben natürlich auch die Möglichkeit, wie ein Spieler quasi was fürs Spiel zu tun oder so. Ne? Ja, so und ich bleib dabei. Ich habe immer bei Diskussionen mit Fans gesagt, ich sag, Leute, am Ende des Tages wollen wir doch alle nur dasselbe. Wir wollen das Beste für die Mannschaft bzw. für den Verein. Wir wollen die Spiele gewinnen. So, ihr auf der einen Seite des Zauns mit einem etwas geringeren Einfluss als wir Aktiven auf dem Feld. Weil wir müssen die Dinger ja reinschießen bzw. verhindern. Aber das Ziel ist doch von beiden dasselbe. Also lasst uns das bitte auch zusammen angehen. Wenn wir mal eurer Meinung nach uns hängen lassen, beschissen spielen, was auch immer. Ich stelle mich gerne nach dem Spiel hin und lasse mich auf Diskussionen ein. Ihr könnt auch euren Frust loswerden, wo wir wieder bei den Emotionen sind und könnt mich auch beschimpfen auf einem gewissen, bis zu einem gewissen Grenze. Also es, es geht ja immer nur um den Fußballer, um die Leistung. Aber während der 90 Minuten, ey, da hilft mir eine Unterstützung, so nach dem Motto, wir sind für euch da und wir helfen euch, soweit wir können, viel mehr, als wenn da 10.000 pfeifen. Das ist richtig, aber du hast ja auch gesagt, das ist eine emotionale Debatte und zum Beispiel als Fan, ich bin auch jemand, der, wenn irgendwie der Typ zum dritten Mal den Pass über einen Meter nicht an Mann bringt, dann nervt mich das natürlich. Ich meine, mir ist natürlich klar, dass der den auch an den Mann bringen will und dass der nicht extra einen Fehlpass spielt, aber man fragt sich dann halt schon, ey Typ, ist die Konzentration bei dir, da hätten wir auch noch spielen können, ist die Konzentration bei dir da, ist irgendwie, also warum triffst du ja, gerade so eine doofe Entscheidung? Da irgendwie? Kann ich dir sagen, auf dem Feld, da kommt dann schon mal auch ein Trash-Talk innerhalb der Mannschaft. Da kommt nicht nur ein, oh, schade, komm, nächster, sondern da kommt auch mal ein, ey, Alter, jetzt reiß dich mal zusammen. Oh Gott. Also, was willst du denn? Auch in einer etwas deftigeren Sprache. Das war selber gerade nicht gepasst. So ein Wachrütteln. Ich spreche auch nicht davon, dass das auch mal eine kritische Stimme, ne? Wir sollen uns nicht alle nur lieb haben und in den Arm nehmen. Aber nochmal, es bringt dir gar nichts, wenn die komplette Kurve pfeift, wenn du einen Fehlpass spielst. Ja, natürlich bringt dir das nichts, aber so rational überlegt man ja nicht. Es nervt einen einfach. Es nervt einen in dem Moment einfach. Ich weiß, was du meinst. Und das ist ja auch, wie der Nils vorhin gesagt hat, jahrelang in der Fankurve. Es ist ja auch eben, die Emotion zeichnet ja auch irgendwie das Spiel aus. Also wenn da jetzt lauter Mathematiker sitzen, die rational irgendwie an das Thema rangehen, ich weiß nicht, ob das dann auch noch so viel Bock machen würde. Ja, nochmal, aber und das ist das, was ich halt immer am Millern-Tor, zumindest die Zeit, die ich da gespielt habe, jetzt kann ich es nicht mehr wirklich beurteilen, weil ich es nicht hautnah jedes zweite Wochenende erlebe. Egal was war, wir hatten für die 90, ich habe auch wahnsinnig hitzige Diskussionen mit denen geführt. Also wo es wirklich richtig Theater gab und man sich auch gegenseitig angeschrien hat. Aber in den 90 Minuten haben sie dich halt nach vorne gepeitscht. Und Hoffenheim war so ein Spiel. Oh Gott. Hoffenheim war zum Beispiel ein Spiel, das haben die Leute für uns gewonnen. Weil wir die ersten, ich habe die ersten 20 Minuten
Ich habe gegen Demba Ba und Obasi gespielt. Nicht so ey, Jungs. Schlecht. Hallo. Nee, ich rede jetzt nicht weiter. Ihr konzentriert euch jetzt erstmal aufs Spiel. Demba Ba und Obasi, das sind aber auch Leute, die... Ey, die haben mich überrollt. Ich habe gedacht, mich überfährt ein D-Zug. Das war, also jetzt körperlich, ich dachte, das Ding geht heute 0-5 aus. So, und dann hast du aber von außen gemerkt, wie so ein... Ey, Jungs, wir sind für euch da, jetzt erst recht. So, und dann hat sich halt so eine Stimmung einfach entwickelt. Ja, und dann ist das Ding 3-1, dann ist unser Trainer Stani ist noch auf die Tribüne geschickt worden nach 60 Minuten, weil er sich auch mit Gott und der Welt angelegt hat. Ihr solltet jetzt ein Tor schießen gleich. Ja, das stimmt. Der passt zum Beispiel, ne? Der ging wollte zum letzten. Unteren, ja, hoffe ich doch. Aber da habe ich auch hingepasst, aber er geht einfach nicht hin. Ey, Bonga, das war kein Eigentor. Den habe ich nur abgefälscht. Du musst die Frage dazu stellen, sonst rafft man das nicht. Aber es ging wahrscheinlich um Eigentor. Na, weil ich habe, nein, das 1-0 von Hoffenheim war ein Schuss aus 20 Metern, den ich ein bisschen abgefälscht habe. Okay. Ja, abgefälscht. Was sagst du denn zu der Hand? Ich habe auch schönere Eigentore. Du als Innenverteidiger, was sagst du denn immer zu den strittigen Handelfmeter-Entscheidungen, die sehr nervig sind, weil keiner so richtig... Pass auf, wir hatten letztes Jahr ging das ja los. Wir hatten diese Schiedsrichterschulung, man hat vor der Saison immer eine Schiedsrichterschulung und dann nach innen. Wunderbar. Oh Mann, der sollte auch... Und dann legt er halt so den Katalog vor, so stichpunktartig, wann Hand, wann nicht. Und ich sage, Alter, wann willst du denn das alles noch machen? Da musst du dir fast ein Handbuch raussuchen und die Szene durchgehen. What the fuck? Die Szene durchgehen. Und insofern, komm, das bringt über die Zeit, Jungs. Ja, ey, das ist... Achtung. Was labert der? Ist mir egal. Konzentration. Oh, shit! Ich glaube, da war ich noch dran, ne? Ich weiß. Weiter. Hast du? Ja? Nein! Spiel weiter. Ja! Da ist die Meisterschaft. Kann ich mich jetzt als Meistertrainer? Ja, Mann! Du bist Meistertrainer. Herzlichen Glückwunsch, dein erster Titel. Alles Gute zum Titel, Jungs. Mann, ey. Sehr gut. Gutes Spiel. Da kommt jetzt der Pokal. Ich glaube, für die Zeremonie werden wir nicht mehr viel Zeit haben. Wir haben ja eh schon krass überzogen. Vielen Dank an, ich glaube, Markus nach uns mit League of Legends, dass wir ein bisschen überziehen durften. Dankeschön. Ralf, es war toll mit dir. Den Umständen geschuldet. Es hat erstaunlich gut geklappt, obwohl wir so über so interessante Themen gesprochen haben. Haben wir trotzdem sehr gut gespielt. Irgendwie, es war ein rundes Ding heute. Absolut. Du bist auch am Montag nochmal zu Gast bei uns bei Bundesliga und außerdem haben wir in Almost Daily mit dir aufgezeichnet. Das wird also toll, wer noch nicht genug hat von Ralf, der kriegt noch mehr zu sehen. Außerdem bist du natürlich jederzeit wieder herzlich hier gekommen. Also wenn die Leute das auch möchten. Jetzt Leute wollen. Das ist aber Phishing for Compliments. Das war jetzt ein FFC, ja, das stimmt. Genau. Das tut mir leid. Ja. Ansonsten, wer dich kontakten will, @felgenralle ist dein Twitter-Account, da wirst du mit Sicherheit auch vielleicht nochmal Fragen beantworten. Sag ja. Ja, doch. Da bin ich bei Twitter, versuche ich ja auf so ziemlich alles. @felgenralle. So ziemlich alles zu reagieren, insofern, ja. Coole Sache. Schön, dass du da warst. Oder facebook.com/Ralf Gunesch. Da darf auch mal wieder. Ach so, genau, dass wir Mesut Özil vom Thron stoßen. Ja, von 8.000 auf, ich weiß nicht wie viel Millionen. Wird schwer. Aber es ist alles schaffbar, wenn wir den Titel in Liga 6 holen. So, das war's. Wir müssen jetzt wirklich abgeben. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. 20 bis 22 Uhr gibt's Vollgas mit Simon und mir. 22 bis 23 Uhr gibt's Half-Life mit mir und um 23 bis 0 Uhr gibt's Mad Max mit mir und ich glaube, der Daniel Schrackert wird. Da ist aber jemand kamerageil. Alter Schwede. Absolut. You know me. Nächstes Mal hätte ich übrigens so eine... Ach, die habt ihr eine schwarze... Wir müssen jetzt Schluss machen, Ralf. Jetzt halt die Klappe so. Tschüss. Ciao.